Der Song heißt, einige kennen ihn, viele kennen ihn, der Song heißt Aufstehen. Manchmal kann man über manche Dinge besser singen. Über Dinge zu sprechen ist echt schwer. Also die, um uns alle rum, die Flüchtlingskrise, wie das genannt wird, die hat in mir so viel verändert, dass ich da irgendwie gar nicht mit umgehen kann. Das Verrückteste ist, dass ich zum ersten Mal Angela Merkel ganz gut finde. Ja, da bist du nicht erwartet. Ja, und da ist, ich war nie meine Freundin, aber jetzt sage ich mal ganz ehrlich, sich mal gegen alle Konventionen dahinzustellen und zu sagen, leck mich an die Füße, wir schaffen das schon, also da hat sie meinen Respekt für, dass ich sowas mal sage, fürchterlich, oh, das stimmt natürlich wirklich. Man merkt aber schon, da hatte ich mit dem Chris schon letztens drüber gesprochen, wenn man so ein Thema anfängt, die Stimmung, die ist immer so, ich könnte sofort kicken, die könnte sofort nach oben gehen, ich habe keine abschließende Meinung, ich denke nur, also ich weiß, dass da so viele Menschen rüberkommen und ich bin ja auch nicht blöd, ich weiß, dass da auch Arschgeigenweise sind, die rüberkommen. Aber soll ich dafür da Arschgeigen, ein paar Arschgeigen dabei sind, die Kinder, die aus dem Krieg kommen und so, soll ich die da lassen, dann ist da auch irgendwie Murks. Ich möchte mich überhaupt nicht als Gutmensch darstellen, aber witzig finde ich ja. Diese dumme Nazi, die Scheiße, wenn ich das mal so sagen darf. Seit 30 Jahren, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, habe ich immer Platt beigekriegt bei dem Satz. Und jetzt, wo wir sagen, kommt mal zu uns, wir helfen euch, da denke ich, ein bisschen stolz bin ich schon, Deutscher zu sein. Gefällt mir schon ganz gut.